Willkommen zur satirischen Sendung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht heute um Jan Böhmermann. Es geht heute um den Staat. Es geht heute um Star Wars Rebellen. Denn wir sind ab sofort die Star Wars Satire Rebellen. Ich rebelliere öffentlich, ich prangere an, ich sage jetzt hier und in diese laufende Kamera an alle Rebellen, an alle Star Wars Rebellen, an alle beruflich involvierten Personen. Beruflich involvierte Personen werden dieses Video sicherlich jetzt nicht sehen, aber jeder weiß Bescheid. Es geht darum, dass etwas erhoben wurde. Die Erschütterung der Macht. Wir wurden erschüttert. Es wurde was auf den Weg gebracht. Die Frage lautet in Zukunft, müssen Sendungen demnächst deklariert werden mit so einem Rufzeichen? Achtung, Satire. Damit jeder erkennen kann, dass das nicht ernst genommen werden muss oder darf. Das, was man sieht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, keiner unterscheidet, wie funktioniert eine Sendung. Eine Sendung im staatlich-rechtlichen Rund- und Fernsehen, ARD, ZDF, Deutschlandradio, die unser Geld erzwingen, machen wir natürlich somit uns alle mitschuldig. 89 Millionen Bürger hier in Deutschland sind soeben nach Paragraph 103 angeklagt worden. Ja, Herr Böhmermann steht stellvertretend, somit auch das ZDF stellvertretend für uns. Denn es ist eine Sendung, die wir alle bezahlt haben, durch unsere Gebühren. Es geht jetzt hier nicht ums Geld, es geht hier um Paragraphen, die überhaupt nicht greifen. 60er Jahre, Pinochet, der Schah, dann der Herr Ayatollah, wegen Rudi Carell, Tagesschau. Und jetzt der Imperator, die dunkle Macht aus dem Halbmond-Galaxien-Bereich. Ja, strömt hier ins Rebellenlager und kein Rebell reagiert. Die Macht ist erwacht. Rogue One im Dezember. So müssen auch wir Rebellen, die Star Wars-Rebellen, die satirischen Rebellen, ich rebelliere. Dieter Nuhr sprach. Der Kalk rieselt von den Wänden. Kalkofe im Hofe macht seine Satire, echauffiert sich. Dieter Hallervorden fuchtelt und macht und tut. Otto Walkes macht sogar ein erstklassiges Lied. Ja, sogar Reinhard May sagt es in seinen Liedern, seid wachsam. Wer die Wahrheit verkündet, benötigt ein verdammt schnelles Pferd. Ich werde jetzt einen Teufel tun. Weder die Wahrheit, weder noch was anderes. Ich werde jetzt einfach nur sagen, ich bin ein Rebell. Ich bin rebellisch. Frei nach Star Wars. Frei nach dem Imperator. Frei, die Macht zu erschüttern. Ich weiß nicht, ob ich ein Jedi-Ritter werde. Ich weiß nicht, ob ich mich der dunklen Macht hingeben werde. Das weiß ich noch nicht. Aber eins steht fest. 103 geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da steht drin, im Inland, der sich im Inland, ja, der Schah war im Inland der 60er Jahre. Pinochet war im Inland. Okay, Ayatollah damals war nicht im Inland. Ja, ja, die Damen-BHs, das waren noch Zeiten. So, jetzt war er auch nicht. Der Imperator war nicht im Land. Seine Schergen waren auch nicht im Land. Somit kann gar nicht diese Sendung ihn erschüttert haben. Die Macht kann gar nicht erschüttert worden sein. Wir sind aber die Rebellen. Wir sind die satirischen Rebellen. Hiermit wird aufgerufen, öffentlich aufgerufen, jeder, der diesen Videoclip jetzt hier blickt, wird jetzt dazu aufgerufen, beruflich, alle Beruflichen, die Satire verstehen und wissen, was Satire bedeutet, die den Ursprung jeglicher Schmach im Schreiben der sogenannten Schmähschrift involviert, wissen, worum es geht, nur die sind gemeint. Der Rest, Pöbel, möge pöbeln
oder Sonstiges machen. Aber heute geht es zur Sache. Wir, die Rebellen, die Star Wars Satire-Rebellen, die Robin Hoods, die die Freiheit versuchen, doch wieder in den Einklang zu bringen. Die Macht wurde erschüttert. Es ging ein Ruck durch die Macht und das kann es nicht sein. Der Imperator greift wieder zur Feder. Es ist Vorsatz. Es kann nicht sein, dass ich 103 und sofort 185. Somit ist das Vorsatz, weil er ganz genau wusste oder weiß oder angenommen hat, dass 103 überhaupt nicht greifen kann. Ja, so sieht's aus. Tja, 103 kann gar nicht greifen, weil die Person gar überhaupt nicht im Land. War auch kein Gast. Es war überhaupt nichts. Es war eine Sendung. Und somit die Frage, da auch der Staatsrundfunkvertrag, der Rundfunk des Staates Präambeln hat. Überall haben wir Verträge und überall haben wir Präambeln und überall haben wir Gesetze und wir haben einen gewissen Rahmen, einen demokratischen Rahmen. Die Demokratie erlitt eine Erschütterung von der schwarzen, dunklen Macht. Und daraufhin, bedacht der Rebellen, müssen wir natürlich jetzt schellen. Wir müssen jetzt die Knöpfe drücken und sagen, halt, stopp, hier stimmt was nicht. Bitte erklären Sie uns das. Tja, wer erklärt uns das jetzt, welches Strafgesetzbuch dort greifen könnte? Meine sehr verehrten Damen und Herren, weder ein Kanzler, weder ein Politiker und weder das staatlich-rechtliche Fernsehen darf den Bürger in seinem Frieden stören. Das ist jetzt hier kein Witz, das ist ehrlich, das ist so. Keine Sendung, nichts. Der eine könnte jetzt nach dem Strafgesetzbuch 166 Absatz 1, könnte er, wenn er eine diesbezügliche Sendung sieht und dadurch, er weiß jetzt ganz genau Bescheid, es geht hier nur um Fachkräfte, alle anderen mögen bitte googeln, ja, um nachzugucken, was jetzt hier veröffentlicht wurde. Wir wollen uns jetzt nicht daran anhalten, denn das ist jetzt hier eine satirische Sendung, denn wir sind ja jetzt hier die Star Wars Rebellen, weil die Macht wurde ja erschüttert. Oder aber, Frau Merkel hat durch ihre Ansage, durch das Freigeben ihrer Meinung, den Paragraph 103 geltend zu lassen und ihn gleichzeitig abzuschaffen, das ist schon mal ein Possenspiel, aber gelungenes Possenspiel. Jetzt können wir eine Verschwörungstheorie mal in den Raum blasen. Vielleicht ist das ja alles so gewollt. Vielleicht ist der Jan ja dazu angestiftet worden. Wer weiß, ne? Vielleicht will man ja politisch irgendwie was machen. Könnte man jetzt auch. Also für alle Verschwörungstheoretiker, da könnte man was hineindichten. In dem Ganzen. Aber eins darf nicht gemacht werden. Das ist unser Herr Luke. Deswegen komme ich auf Star Wars. Luke Skywalker. Luke Skywalker hat da was Böses in den Raum gestellt. Das geht nicht. Das ist strafrechtlich wirklich 185. Das ist wirklich Vorsatz, wenn der Richter darauf erkennt. Luke Skywalker hat da Jan Böhmermann angegriffen. Und das steht im Raum. Kann jeder nachlesen? Unser Luke hat da mal was von sich gegeben. Das geht im Star Wars Universum nicht. Ein guter Jedi-Ritter passt immer auf sein Lichtschwert auf, bevor er es zückt. Ja, und dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Brauchen wir demnächst, und das sind die Frageblöcke, demnächst in unseren Sendungen, Rufzeichen, das ist eine satirische Sendung, achten Sie bitte drauf, das ist alles nicht so gemeint. Könnte sein. Vielleicht muss unten eingeblendet werden, der Moderator in diesem Film ist nicht haftbar zu machen, weil er moderiert nur diese Sendung. Ja, könnte sein, dass das alles kommt. Hallo, in welch einem bekloppten Staat wollt ihr eigentlich alle leben? Hä? Ja, an alle Haifische, ihr fresst ja sowieso jeden. Ihr fresst auch jetzt diesen Videoclip. Oh Mann, ich möchte nicht wissen, was ihr den jetzt auseinandernehmt. Aber das ist halt so. Nochmal die Frage, in welchem bekloppten Staat wollt ihr leben? Welche Politiker wollt ihr zulassen, dass die im Strafgesetz tun und lassen können, was sie wollen? Macht ihr aber etwas, dann habt ihr denn am Hacken, dann geht's euch schlecht. Ja, den einen wollt ihr vielleicht wählen, glaube ich AfD heißen die, und die schaffen alles ab.
Die schaffen alles ab. Dann haben wir hier Reich und Arm, Patsch, knallhart. Nix mehr dazwischen. Ihr müsst da mal lesen, was so eine AfD vorhat. Ja. CDU, da wissen wir. CDU, da wissen wir. Da geht gar nichts, worüber wir gar nicht reden. Dann ist so dunkel, dunkler geht's gar nicht. Da hat der Lord natürlich recht, seine Imperial und Schargen da anzurufen. Ne? Ey, Imperator, mach da mal was. Ne? Denkt dran, meine lieben Freunde, die das gibt es nicht mehr. Wir leben jetzt in den Rennen. Die Ritter der Nacht. Wir haben einen neuen Lord, einen neuen Sith Lord. Wir haben neue Figuren, dank den neuen Star Wars Filmen. Wenn wir aber in den alten Filmen rumwuseln, haben wir das alle noch. Wir haben also noch Luke Skywalker, der Erfinder der AfD, der jetzt einen Alf macht, der den Lauten macht, der rumkrakeelt. Wir haben Rudolf Polowski, ein Fußballspieler, der auch am Rumkrakeelen war, wegen Jan Böhmermann. Ja, wir haben Jan Böhmermann, den unbedarften Rebellen, aus den Rebellensiedlungen plötzlich zückend ein Lichtschwert und schon hat man den Salat. Wie kann er bloß dieses tun? Frage noch einmal, brauchen wir demnächst Rufzeichen? Das ist eine satirische Sendung. Der Moderator ist nicht haftbar zu machen, weil das eine Sendung ist des öffentlich-rechtlichen Rund- und Fernsehfunks. Ja, könnte es so sein, dass wir so enden, dass wir wirklich demnächst mit Ampeln in Lebensmittelabteilungen rumrennen? Ja, wie lange ist denn das abgelaufen? Wollt ihr wirklich so leben? Wollt ihr wirklich so leben? Wollt ihr wirklich nicht mehr frei sein? Wollt ihr mit Ampeln leben? Mit Verboten leben? Wollt ihr eine Werbung, ja, in Scharia? Wollt ihr eine Werbung ohne Klamotten? Wollt ihr eine Werbung nur noch mit Klamotten? Ja. Noch darf Otto Walke singen, was er singt. Noch darf Dieter nur sagen, was er da sagt. Ja. Noch darf Reinhard Main seine Lieder singen, seid wachsam. Seid wachsam. Und wer die Wahrheit spricht, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Wollt ihr wirklich zulassen, dass unsere Kinder mit Star Wars groß werden, wie wir groß geworden sind, aber verkehrt? Wollt ihr wirklich, dass alles verkehrt läuft? Wollt ihr wirklich, dass Sendungen demnächst wirklich ausgekleidet werden müssen? Dass da überall steht, tut uns leid, satirische Sendung, Moderator nicht haftbar oder sonstigen Blödsinn. Wichtig ist, dass nach einem Staatsrundfunksvertrag, den alle Länder unterschrieben haben, da drinnen Präambel stehen, dass niemand dort den Unfrieden in der Bevölkerung betreiben darf. Er darf also keinen Unfrieden machen. Das ist Strafgesetz 126 Absatz 2. Ist so. Die Frage lautet, hat Frau Merkel dieses vollzogen? Nach Strafgesetzbuch 126 Absatz 2. Hat sie oder hat sie nicht? Wir sind alle in Aufruhr. Dieter Hallervorden hat sich echauffiert. Luke Skywalker von der AfD, ehemalig, jetzt Alpha, hat sich aufgeregt. Ja, alles regt sich auf, alles schreit und so weiter. Also ist der Unfrieden doch da. Ja, also Böhmermann trifft keine Schuld. Nö, denn das war eine Sendung. Böhmermann ist nicht hergegangen und hat irgendwie und ein Ende, sondern Böhmermann hat eine Sendung gemacht. Böhmermann ist aufgekommen, hat alle Leute begrüßt, hat eine Sendung gemacht und dann hat er gesagt, was er gesagt hat, hat dieses vollzogen in der Ansage, was nicht gesagt werden darf, weil es rechtlich nicht gut wäre. Das ist eine Ansage. Da hätte schon unten drunter kommen müssen, hiermit haftet der Moderator nicht. Der Moderator haftet nicht für diesen Inhalt. Auch ich als Moderator hafte nicht für diesen Videoclip. Ich entbinde mich jeglicher Haftung, jemandem zu nahe getreten zu sein. Es tut mir recht herzlich leid, weil Meinungen sind frei, Gefühle sind frei und ich kann nicht Rücksicht nehmen auf jeden. Es tut mir total und recht herzlich leid. So, das war meine Ansage an alle Star Wars Satire-Rebellen. Machtet oder lastet, ist eure Sache.